Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Necrolord-Kisten. Da war ich nämlich wieder fleißig, habe mir einige zusammengefarmt und wir wollen jetzt insgesamt 20 öffnen und ich hoffe, dass ich die Eier für die Mounts rauskriege. Ich habe ja im letzten Necrolord-Video endlich mal ein Ei gekriegt nach weit über 200 Kisten, die ich jetzt aufgemacht habe. Ich glaube, wir sind bei 235 müsste ich jetzt sein, also auf beiden Accounts zusammen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Allein auf dem Char habe ich jetzt schon mal 6 rumliegen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Schauen wir mal. Erste Kiste, haben wir ein Conduit rausbekommen. Zweite Kiste, nur graue Items. Warte mal, ich kann euch das auch hier zeigen. Dritte Kiste, nochmal ein Conduit. Vierte Kiste, graue Items. Oh boy. Fünfte Kiste, nochmal grau und sechste, auch graue Items. Okay, also das war schon meine Nullnummer. Können wir die grauen Sachen hier verkaufen? Zumindest gibt es ein bisschen Gold, oder? 12.000. Naja, diese grauen Items sind immer doch relativ viel wert. Also, das war jetzt schon mal einiges an Grauloot, aber leider, leider, leider kein Mount. Ich switch jetzt gleich mal weiter. Ich habe nämlich ein paar Chars, wo ich relativ viele Kisten mir zusammengesammelt habe. Die habe ich nämlich die letzten paar Male nicht aufgemacht. Nehmen wir dann mal hier den Lytela und gehen dabei mal auf den zweiten Account drüber. Und zwar habe ich hier auch nochmal 5 Kisten. Dann haben wir Kiste Nummer 7, ein Conduit-Teil. Kiste Nummer 8, nochmal Graulot. Kiste Nummer 9, Graulot. Kiste Nummer 10, ein Ring und ein Conduit und dann Kiste Nummer 11. Auch leider nur Graulot. Okay, da haben wir jetzt leider, leider nur Mist rausgezogen. Das Ding ist, man muss halt jedes Mal, ne, die Berufungsquest machen. Also ein bisschen Arbeit ist das tatsächlich schon. Und es schmerzt bei jedem Item, wo dann Mist drin ist, schmerzt tatsächlich. Okay, der Ring ist sogar nicht mehr besser. Den können wir mal weghauen. Und dann switchen wir hier auch nochmal rüber. Hier auf dem zweiten Account habe ich jetzt nicht so viele Chars mit einem Haufen Kisten, aber ich glaube, ich finde nur eine, wo zumindest ein paar drauf sind. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, auf den haben wir auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Sodala. Genau. Hier mit dem Twink, ihr seht schon, ich stehe bei Reli noch rum, ne? Weil ich versuche, das Mount da noch nebenbei zu kriegen. Und hier seht ihr schon, haben wir nochmal 8 Kisten insgesamt. 8 Necrolord-Kisten. Ich habe hier auch noch eine von der Invasion, wo auch noch ein Mount drin sein kann. Aber das gucken wir uns dann gleich an. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier das Nummer 12, Conduit, Nummer 13, Graulut, Nummer 14, Conduit und Hose. Was ist das für ein Item-Level? Okay, nee, das ist sogar lower. 15, 16, ach Corbin, gib mir doch zumindest ein Mount oder ein Ei raus. 18, oh nö, das wird wieder eine Nullnummer. 19. Okay, also eine Chance haben wir jetzt quasi noch. Jetzt verkaufen wir das mal. Das müssten jetzt auch wieder einiges in Gold sein. Haben wir gerade eingeloggt. Ah, 14k. kann man machen. Gut, die Conduit-Dinger, die muss ich jetzt dann halt demnächst mal noch abgeben, weil das sind eh Low-Sachen, ne? Okay, dann können wir hier auch schon mal switchen. Und dann sind wir auf dem anderen schon eingeloggt. So, Dollar, der müsste hoffentlich noch eine Kiste haben. Ja, genau, das ist Nummer 20 und oh Mann, auch nur Graulut, ich sag's euch. Wieder 20 Kisten aufgemacht, wieder mal gar nichts drin. Ich will doch nur meine letzten 2 Eier haben. Ja, gut, so viel dazu. Musste ich zumindest nicht zusammencutten, weil wir jetzt einiges auf einem Charten. Aber ja, ich werde wieder ein bisschen was sammeln und wenn wir wieder 20 zusammen haben, dann schauen wir mal. Ich glaube, diese Necrolord-Kisten, die beschäftigen mich leider Gottes noch ein bisschen länger. Gut, bis zum nächsten Mal und ja, euer Tela. Ciao.